Regensburg. Heute startet hier die Kurzfilmwoche. Und zwar in seinem Kino. Hans Geldhäuser unterwegs zu den letzten Vorbereitungen. Das Ostentor-Kino war mehrmals fast insolvent. Jetzt versucht er es über Wasser zu halten. Er muss für die Eröffnungsfeier die Filme hochladen. Oft arbeitet er 14 Stunden am Tag. Ich kann halt leben, aber ich wäre nicht reich, wenn du das meinst. Also es ist alles Engagement, also es ist nur Liebe zum Kino. Wie lange ich das natürlich durchhalten kann, das weiß ich nicht, ob ich das jetzt die nächsten 10 Jahre noch machen kann. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass ich jetzt über Jahre hinweg jeden Tag 14 Stunden, also es muss irgendwann besser werden, weil da wirst du wahnsinnig dann. Aber es hängt alles an seinem Kollegen und ihm. Für die Aftershow-Party müssen Sponsorentafeln und das Zelt hergerichtet werden. Ich sage euch, wenn ich einen Fehler mache, verstehst du, dann gehen wir alle in die Luft. Um Leben und Tod geht es natürlich nicht, dafür aber um gute Publicity und ein Kino mit Geschichte. Im Nebenraum eine Kneipe. Hier saß schon Mick Jagger am Tresen. Also die Sache ist ja so, wir haben wirklich oft Erstaufführungsfilme und dann kommen die Regisseure oder Schauspieler und die vereben sich dann in der Kinokneipe. Gott, wer immer sie ist, schützt die Kinokneipe. Das schönste Kino auch in Bayern. In der Kneipe und im Kinosaal laufen die Vorbereitungen für heute Abend reibungslos. Aber bei Hans Geldhäuser im Regieraum gibt's ein Problem. Zusammen mit dem Organisator des Festivals, Philipp Weber, sucht er nach einer Lösung. Ein Film fällt dir wo fehlt? Ja, ein Film fehlt. Ja, das kann, aber den bringen wir nach. Kein Problem. Der Eröffnungsfilm verschwunden. Und so einfach ist die Lösung nicht, denn auch auf der nächsten Festplatte. Nee. Schau nicht drauf. Das ist aber scheiße, sag ich euch schon, gell? Den ersten Film und den nicht da haben. Viel Zeit, den Film aufzutreiben, haben sie nicht mehr. Das Cinema in Ingolstadt. Vor 9 Jahren ging das Altstadtkino pleite. Seit 2012 hat es seine Türen wieder geöffnet, mit einem neuen Besitzer aus Augsburg. Uschi Möhle und Lisa Emmerich bereiten den Abend vor. Das Cinema setzt auf einen Mix aus Nischenfilmen und Blockbustern. Heute um 20 Uhr startet ein wichtiger Film. Die Schöne und das Biest, ein potenzieller Kassenschlager. Reserviert 56, verkauft bisher 3. 3 steht auch daneben, 212. Ist das gut? Ja, für einen Donnerstag, also für einen Neustart am Donnerstag ist das okay, ja. Also es ist jetzt nicht wahnsinnig gut, aber es ist okay. Also wir hatten schon bessere Neustarts. Und dadurch, dass dieses kulturelle Angebot hier nicht so gegeben ist, funktioniert auch kein reines Programmkino. Das wird in Ingolstadt nicht funktionieren. Das hat unser Chef anfangs versucht. Das funktioniert nicht. Also wir sehen es an den Besucherzahlen, auch was dann eben solche klassischen Arthouse-Filme angeht. Die sind einfach nicht so besucht. Das funktioniert nicht. Aber funktioniert es mit so einem Blockbuster? Der ist viel teurer für die Kinos. Wir würden gerne wissen, wie viele Besucher heute kommen müssten, damit es sich lohnt, aber... Also über genaue Zahlen können wir keine Auskunft geben. Plötzlich ein Anruf. Der Geschäftsführer aus Augsburg. Hier ist die Uschi, hi. Genaue Zahlen will auch er nicht rausgeben. Nur so viel. Es läuft gut. Das Cinema hätte viel mehr Besucher als vor der Pleite. Dafür hat er eine andere überraschende Nachricht für seine Mitarbeiterinnen. Eine Rabattaktion zu Ostern. Und der Chef hat uns gerade, also einer unserer Geschäftsführer hat uns gerade einen Link geschickt für einen Spot, den wir einsetzen können hier als Bewerbung für die Ostereier quasi. Ja. Die Situation kleiner Kinos ist schwierig, die Konkurrenz groß. Von Multiplex bis Netflix, 2016 war das schlechteste Kinojahr seit der Wiedervereinigung. Die Umsätze der Branche sinken. Mit der Rabattaktion hofft Lisa Emmerich, neue Besucher anzulocken. Kannst du noch mal kurz verraten, was du gerade machst? Also wir haben jetzt vorhin einen neuen Trailer bekommen für unsere Osteraktion und den müssen wir jetzt einmal auf den Server laden. Im Foyer trudeln derweil die ersten Gäste ein. Eine halbe Stunde bis zur Premiere. Noch sind viele Plätze frei. In Regensburg sind es noch 5 Minuten bis zur Eröffnungsfeier. Hans! 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 Der Eröffnungsfilm fehlt immer noch. Festivalorganisator Philipp Weber hat eine neue Festplatte. Es ist die letzte Chance. Klappt jetzt alles? Ja. Film ist echt drin. Der Film ist da. Gerade noch rechtzeitig zur Eröffnung.
Hallo und herzlich willkommen zur Öffnungsveranstaltung. Allerdings konnte Hans Geldhäuser nicht mehr testen, ob der Film einwandfrei läuft. Ein Blindflug, denn jetzt muss er abgespielt werden. Er hat Glück, alles läuft problemlos. Ich mache jetzt das seit 79 und wirklich toi toi toi, ich habe noch nie Leute heimgeschickt. Es hat immer funktioniert. Ich kann mich erinnern, früher, da ist mal der Motor ausgefallen, also bei den analogen Sachen, da bin ich mit der Hand da gestanden und habe sozusagen den Film mit der Hand aufgerollt, 1,5 Stunden, bloß damit der Film läuft. Bei der Eröffnungsfeier hat alles geklappt. Das Festival hat begonnen. Gleich am Abend die nächste Vorstellung. Der Saal füllt sich langsam. Bisher ist er aber erst halb voll. Also ich stört's nicht, dass es nur halb voll ist. Nee, weil das ist normal. Also wir haben schon kurz vor dem Festival die Eröffnungsfeier gehabt. Da war die erste halb voll und die zweite waren ein paar Leute drin. Also nee, es ist eigentlich vom ersten Moment, muss man sagen, muss sehr gut angelaufen. Jetzt muss es nur noch den Rest der Woche so weitergehen. Zurück in Ingolstadt. Auch für die schöne Bistro. Noch sind es 15 Minuten bis zur Vorführung. Bisher sind sogar noch weit weniger als die Hälfte der Karten verkauft. Und das, obwohl die Schöne und das Biest massiv von Disney beworben wurde. Jetzt ist kurz vor 8, ein paar werden schon noch kommen, ein paar Nachzügler, aber jetzt nicht mehr so viele. Etwa 60 Leute sind gekommen und das sehr gerne. Ich weiß nicht, das ist so heimelig irgendwie und ich kenne die Kinos noch von früher. Also als ich noch Kind war, war ich auch immer hier und dann waren sie ja geschlossen. Und als ich dann gehört habe, dass sie wieder aufmachen, war es echt schön und habe mich gefreut. Bitte schön. Noch wenige Minuten, das Foyer leert sich. Uschi Möhles Fazit fällt gemischt aus. Für einen Donnerstag war es okay. Also wir haben jetzt keinen, das ist natürlich jetzt kein großer Ausreißer an Film. Aber für einen Donnerstag war es gut. Geht natürlich besser. Gehen wir Film starten. Das ganze Geheimnis ist schon eigentlich einfach nur ein Knopfdruck. Das war's schon. Am Ende des Tages bleiben viele Sitze leer. Damit sich genau das ändert, hat der Chef am Nachmittag den Werbespot geschickt. Uschi Möhle kontrolliert noch einmal. Läuft alles glatt? Das kann schon sein, ja. Also, dass es halt komisch aussieht oder dass es irgendwie kriselig ist oder so. Das kann schon sein. Also deswegen gucken wir auch immer mal die Trailer uns an, ob das auch alles in Ordnung ausschaut. Also wir gucken immer mal, dass es auch einfach da läuft. Ja. Da ist er. Festivals stemmen, Rabattaktionen machen, Leute anziehen. So märchenhaft wie in einem Disney-Film ist der Alltag kleiner Kinos selten.